Lottozahlen, Kennzahlen, Corona-Zahlen, Verkaufszahlen. Wenn wir umgangssprachlich von Zahlen reden, meinen wir damit je nach Kontext natürliche, ganze oder reelle Zahlen. Ich bin Daniel von der DHBW Ravensburg und im ersten Video dieser Reihe starten wir mit dem Thema Zahlenbereiche, Mengen und Logik. Während dieses Thema keine direkte Praxisrelevanz hat, wollen wir es nutzen, um mathematische Begrifflichkeiten und Notation kennenzulernen und logisches Denken zu schulen. Die Mathematik unterscheidet zwischen vielen sogenannten Zahlenbereichen. Die fünf wichtigsten stehen in der folgenden Liste: die natürlichen Zahlen, ganze Zahlen, rationale Zahlen und die reellen Zahlen. Diese Zahlenbereiche bauen aufeinander auf. Die natürlichen Zahlen enthalten nur positive Zahlen ohne Kommastelle und ohne die Zahl 0. Die erweiterten natürlichen Zahlen enthalten alle natürlichen Zahlen und zusätzlich die 0. Die ganzen Zahlen enthalten alle Zahlen der erweiterten natürlichen Zahlen und zusätzlich die negativen Zahlen. Mit den rationalen Zahlen kommen dann Brüche dazu und mit den reellen Zahlen schließlich auch alle Kommazahlen. Die größeren Bereiche enthalten also immer alle Zahlen der kleineren Bereiche. Die Zahl minus 2 ist nicht nur eine ganze Zahl, sondern auch eine rationale Zahl und eine reelle Zahl. Die letzte Unterscheidung sorgt gerne für Verwirrung. Kann ich nicht jede Kommazahl automatisch auch als ganzzahligen Bruch schreiben? Tatsächlich gibt es Zahlen wie die Kreiszahl Pi oder die Eulersche Zahl E, die wir nicht als Bruch schreiben können. Über das Warum machen wir uns an dieser Stelle aber noch keine Gedanken. Wir wollen diese Zahlenbereiche als Einstieg in das Thema Mengenlehre nutzen. Mengen sind keine Gewichts- oder Volumenangaben, sondern Zusammenfassungen von Objekten. Und diese Objekte müssen nicht mal unbedingt Zahlen sein. Wie sieht eine Menge aus? Die einfachste Möglichkeit, eine Menge darzustellen, ist, ihre Elemente einzeln aufzuzählen. Wir schreiben diese Elemente dann in geschweiften Klammern und trennen sie mit einem Komma voneinander ab. Die Reihenfolge, in der wir die Elemente nennen, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist nur, ob ein Element in der Menge enthalten ist oder nicht enthalten ist und nicht an welcher Stelle es steht. Wenn wir jetzt unsere Zahlenbereiche so schreiben wollen, bekommen wir ein Problem. Selbst im kleinsten Bereich, den natürlichen Zahlen ohne die 0, gibt es unendlich viele Zahlen. In diesem Fall müssen wir unendlich viele Zahlen auflisten. Da das nicht geht, dürfen wir in diesem Fall auf Auslassungspunkte zurückgreifen. Mit dieser Schreibweise können wir Mengen definieren. Aber wie können wir angeben, ob ein bestimmtes Element in einer bestimmten Menge enthalten ist oder nicht enthalten ist? Hier kommen die beiden Elementzeichen ins Spiel. Die 2 ist ein Element der natürlichen Zahl. Die minus 3 ist kein Element der natürlichen Zahl. Hier einige weitere Beispiele. Pausiere das Video und überlege kurz selbst, welche Elementzeichen passen würden. Die minus 6 passt zu den ganzen Zahlen und zu allen größeren Zahlenbereichen. Die 3,5 passt dagegen nur zu den rationalen und zu den reellen Zahlen. Als Bruch könnten wir sie problemlos als 7,5 darstellen. Die 250 passt dagegen zu allen Zahlenbereichen, auch zu den natürlichen Zahlen ohne 0. Egal ob richtig oder falsch, ich hoffe, du hast keine Eurozeichen geschrieben. Damit triggert man Dozenten genauso wie mit der folgenden Angabe. Um zu zeigen, dass eine Menge komplett in einer anderen enthalten ist, verwenden wir nämlich nicht die Elementzeichen, sondern sogenannte Relationszeichen. Für unsere Zahlenbereiche können wir zum Beispiel folgende Kette schreiben. N ist echte Teilmenge von N0, N0 ist echte Teilmenge von Z und so weiter. Neben dem echte Teilmenge von Zeichen gibt es auch noch die folgenden Relationszeichen. Auch wenn einem die Zeichen komplett neu sind, wir erkennen eine gewisse Verwandtschaft zu den altbekannten
größer, kleiner und gleich sein. Bei echten Teilmengen muss die größere Menge mindestens ein Element mehr enthalten. Bei Teilmengen ohne das Adjektiv echt gilt diese Bedingung nicht. 1, 2, 3 ist eine Teilmenge von 1, 2, 3, also von sich selbst. Aber sie ist keine echte Teilmenge von 1, 2, 3. 1, 2, 3 ist aber eine Teilmenge und eine echte Teilmenge von 1, 2, 3, 4, da letztere Menge ein Element mehr enthält. Das Gleichheitszeichen gilt bei Mengen nur, wenn wirklich alle Elemente identisch sind, nicht mehr und nicht weniger. Ansonsten gilt das Ungleichzeichen. Pausiere das Video und überlege kurz selbst, welche Elementzeichen zwischen die gezeigten Mengen passen würden. Der Knackpunkt der Lösung ist, dass meistens mehrere Relationszeichen zwischen die Mengen passen. Zwischen die 2, 4, 6 und die 4, 6, 8 passt nur das Ungleichzeichen. Zwischen 2, 4, 6 und 6, 4, 2 passt dagegen sowohl das Gleichheitszeichen als auch die nicht echten Teilmengenzeichen. Zwischen 2, 4, 6 und 2 passen die Teilmengen und das Ungleichzeichen. Und im vierten Beispiel haben wir genau dasselbe wie im dritten Beispiel, nur dass die Krokodile hier in die andere Richtung schnappen. Und jetzt wird das Thema etwas kniffliger. Wir möchten unsere fünf Zahlenbereiche nehmen und diese mit Bedingungen wieder einschränken. Dabei lernen wir das Bedingungszeichen kennen. Es ist ein senkrechter Balken, der als für die gilt gelesen wird. Damit können wir zum Beispiel die positiven reellen Zahlen definieren. Die Menge R plus ist gleich einer Menge, die alle Elemente x aus den reellen Zahlen enthält, für die gilt, x ist größer als 0. Das x ist dabei nur ein Platzhalter. Wir können genauso gut y oder auch Hans schreiben. Ein weiteres Beispiel wären die geraden Zahlen. Die Menge g ist gleich einer Menge, die alle Elemente n aus den natürlichen Zahlen enthält, für die gilt n modulo 2 gleich 0. Es ist auch möglich, mehrere Bedingungen mit sogenannten Boolschen Operatoren zu verknüpfen. Mit dem UND-Operator können wir zum Beispiel verlangen, dass eine Zahl mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllen muss, damit sie zu einer Menge gehört. Beispiel: m ist gleich einer Menge, die alle Elemente x aus den reellen Zahlen enthält, für die gilt, x ist zum einen größer gleich minus 1, aber auch gleichzeitig kleiner gleich 1. Beide Bedingungen müssen zutreffen, damit die Zahl in der Menge enthalten ist. Neben dem UND-Operator gibt es auch noch folgende Boolschen Operatoren. Um sie besser zu verstehen, verwenden wir ein visuelles Beispiel in einem zweidimensionalen Raum. Wir wollen zwei Bedingungen stellen, damit eine Koordinate in diesem Raum zur Menge gehört. Zum einen, x soll mindestens 1 sein, zum anderen, y soll mindestens minus 2 sein. Verknüpfen wir diese Bedingungen mit dem uns schon bekannten UND-Operator, darf keine Bedingung verletzt sein. Nur in dem Bereich rechts oben treffen beide Bedingungen zu und daher gehört auch nur dieser Bereich zur Menge. Würden wir stattdessen einen OR-Operator einsetzen, muss nur mindestens eine Bedingung erfüllt sein. Das heißt, umgekehrt, nur in dem Bereich links unten trifft weder die eine noch die andere Bedingung zu und nur dieser Bereich würde dann nicht zur Menge gehören. Insbesondere gehört auch der Bereich zur Menge, in der alle beide Bedingungen erfüllt sind. Bei einem exklusiven Oder wäre genau das dann nicht mehr der Fall. Bei dem exklusiven Oder muss genau eine Bedingung erfüllt sein. Nicht beide und nicht keine, sondern genau eine.
Der Bereich rechts oben würde bei einem exklusiven Oder also wieder aus der Menge herausfallen, denn dort sind beide Bedingungen erfüllt. Und jetzt darfst du gerne das Video pausieren und kurz selber überlegen, wie wir folgende Mengen durch Bedingungen beschreiben können. Im ersten Beispiel suchen wir nach allen reellen Zahlen außer der 0. Dies können wir schreiben als Menge aller reellen Zahlen x, für die gilt, x ist ungleich 0. Wir brauchen für dieses Beispiel noch keinen booleschen Operator, da wir es mit einer Bedingung formulieren können. Beim zweiten und dritten Beispiel brauchen wir dagegen einen booleschen Operator. Alle ganzen Zahlen außer der 1 und der minus 1 können wir schreiben als Menge aller natürlichen Zahlen n, für die gilt, n ist ungleich 1 und gleichzeitig n ist ungleich minus 1. Bei allen Zahlen außer die Zehnerzahlen können wir schreiben Menge aller natürlichen Zahlen, für die gilt, n ist kleiner als 10 oder aber größer als 19. Zu guter Letzt können wir Mengen auch miteinander kombinieren. Dazu gibt es die Rechenzeichen Vereinigung, Schnitt, Kontravalenz und Differenz. Bei einer Vereinigung zweier Mengen entsteht eine neue Menge, in der alle Elemente enthalten sind, die in mindestens einer Menge vorkommen. Beim Schnitt zweier Mengen werden dagegen nur Elemente übernommen, die in beiden Mengen enthalten sind. Die Kontravalenz übernimmt alle Elemente, die in genau einer Menge vorhanden sind, aber nicht in beiden. Und die Differenz übernimmt alle Elemente, die nur in der linken Menge enthalten sind. Bei der Differenz kann man das Zeichen auch als ohne lesen und interpretieren. 1, 2, 4, 8 ohne die 1, die 6, die 8 und die 10 führt uns zu der 2 und der 4. Verwandt mit der Differenz ist das Komplement einer Menge. Das Komplement einer Menge enthält alle Mengen außer die Elemente in eben dieser Menge. Damit das Sinn ergibt, muss jedoch eine Grundmenge angegeben werden. Ein Beispiel, die ganzen Zahlen z. Und b sei minus 1, 0 und 4. Dann ist das Komplement von b alle ganzen Zahlen außer die minus 1, die 0 und die 4. Pausiere jetzt das Video nochmal und überlege kurz selbst, welche Mengen wir hier erhalten würden. Die Vereinigung von 2, 3, 5, 9 und 1, 3, 5, 7, 9 enthält alle Elemente, die in mindestens einer der beiden Mengen enthalten sind. Also die 1, die 2, die 3, die 5, die 7 und die 9. Der Schnitt von 2, 3, 5, 7, 9 und 1, 3, 5, 7, 9 enthält dagegen nur die Elemente, die in beiden Mengen gleichzeitig vorkommen. Und das wären die 3, die 5, die 7 und die 9. Die Menge 2, 3, 5, 7, 9 ohne die 1, die 3, die 5, die 7 und die 9 ergibt nur noch die 2. Zum Abschluss des Videos wollen wir noch Intervalle kennenlernen. Intervalle sind Teilmengen der reellen Zahlen, die durch eine Untergrenze und eine Obergrenze definiert sind. Erinnern wir uns an folgendes Beispiel. Die Menge m ist gleich einer Menge, die alle Elemente x aus den reellen Zahlen enthält. Für die gilt, x ist mindestens minus 1 und x ist maximal plus 1. Wir können diese Menge viel schneller als Intervall schreiben. M enthält alle reellen Zahlen von minus 1 bis plus 1. Je nachdem, ob die Grenzen noch zur Menge dazugehören, bezeichnen wir die Intervalle als geschlossen, offen oder halboffen. Welcher Intervalltyp vorliegt, erkennt man an der runden oder der eckigen Klammer neben der Grenze. Unser Beispiel m wäre also ein geschlossenes Intervall,
da die Minus 1 und die Plus 1 hier gerade noch dazugehören. Wenn wir in eine Richtung keine Grenze setzen wollen, geben wir statt einem endlichen Wert unendlich bzw. minus unendlich als Grenze an. Das offene Intervall von minus unendlich und plus unendlich würde also den Bereich der reellen Zahlen komplett abdecken. Und auch hier noch einige Beispiele zum selber überlegen. Bei allen reellen Zahlen zwischen minus 1 und plus 1 verwenden wir ein offenes Intervall mit runden Klammern. Die Untergrenze ist minus 1, die Obergrenze plus 1. Bei allen negativen reellen Zahlen inklusive der 0 ist das Intervall halboffen. Die Untergrenze ist minus unendlich und die Obergrenze ist 0, wobei wir neben der 0 eine eckige Klammer schreiben, da die 0 noch dazugehört. Bei allen reellen Zahlen größer als 4 haben wir dagegen wieder ein offenes Intervall mit den Grenzen 4 und plus unendlich. Soweit zu Zahlenbereichen und Mengen. Im nächsten Video gehen wir die elementare Algebra an. Falls dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und abonniere das Economicon. Bis bald!